Hallihallo, Hallöle, liebe YouTube-Gemeinde. Und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Die Saar erklärt. Zum Thema Dermatomykosen. Da ich vor kurzem einen Vortrag in der Schule gehalten habe, bin ich darüber auch bestens informiert. Als allererstes habe ich mich gefragt, was Dermatomykosen sind. Derma ist griechisch und bedeutet Haut. Mykosen oder Mykesen ist auch ein altgriechisches Wort und bedeutet Pilz. Unter einer Dermatomykose versteht man eine Pilzinfektion der Haut und ihrer Anhangsgebilde, wie Haare oder auch Nägel. Beziehungsweise, was oft vergessen wird, der Schleimhäute. Die Dermatomykosen werden in drei Gruppen unterteilt: die Fadenpilze, die Hefepilze und der medizinisch relevante Schimmelpilz. Am häufigsten sind Hautpilzerkrankungen, die die Hornsubstanz befallen. Sie werden als Dermatophytosen bezeichnet. Ich komme zur nächsten Fadenpilzerkrankung, nämlich dem Nagelpilz. Ausgelöst wird der Nagelpilz durch Epidermophyten oder Trichophyten. Diese breiten sich in der Hornhaut aus, bis zum Bindegewebe. Dies geht einher mit Bildung von Abszessen oder können dann auf die Nägel übergehen. Die Sporen des Nagelpilzes können außerhalb des Körpers mehrere Monate überleben. Die Epidermophyten und die Trichophyten ist die häufigste Fadenpilzart in Europa. Die Ursachen sind dieselben wie beim Fußpilz. Der Nagelpilz geht meist einher oder direkt nachdem. Die endogenen Einflüsse sind ebenfalls dieselben. Die Übertragung unterscheidet sich in einem wichtigen Punkt. Als allererstes ist es genauso wie bei der Fußpilzerkrankung per Schmier- oder Kontaktinfektion. Doch dann kann es auch direkt von Mensch zu Mensch übertragen werden. Über gemeinsame benutzte, nicht zwischendurch abgekochte bzw. desinfizierte Gegenstände, wie zum Beispiel Abtrockenhandtücher oder Kleidungsstücke. Die Symptome eines Nagelpilzes sind: die Glanzlosigkeit des Nagels, weiße und gelbliche Verfärbungen am Nagelrand, weißlich oder gelbe oder graubraune Flecken im Nagel, Verdickungen der Nagelplatte können auch ein Symptom sein oder das Zerbröseln und die Brüchigkeit des Nagels. Der Befall weiterer Nägel gehört auch noch dazu. Die Diagnose einer Nagelpilzerkrankung ist auch dieselbe wie beim Fußpilz. Jedoch werden 20 bis 50% falsche Ergebnisse erzielt. Deswegen setzt sich die molekulare Diagnostik immer mehr durch. Dabei wird das Erbgut des Pilzes in einer Probe eindeutig mittels PCR bestimmt. Die Therapie von Nagelpilz. Wenn weniger als 50% der Nagelfläche betroffen sind, ist in der Regel eine lokale Therapie mit antimykotischen Wirkstoffen ausreichend. Durch Salben oder Lacke. Eventuell muss der Nagel vorher angeweicht oder angeraut werden. In schwereren Fällen ist es ebenfalls möglich, den befallenen Nagel mittels Lasertherapie aufzulösen. Hierbei wird der befallene Nagel und zumeist auch die oberste Schicht des Nagelbettes durch einen Erbium-Laser in der Regel schmerzhaft verdampft. Nach einer Nagelablösung oder Entfernung erfolgt eine örtliche Behandlung mit antimykotischen Creme. Die systematische Behandlung. Bei ausgehendem Befall in Sonderfällen bei mehr als 3 Zehennägeln ist eine Therapie mit oralen Antimykotika notwendig. Die Dauer der Behandlung, die insgesamt meist über 3 bis 6 Monate geht, je nach Schwere der Infektion auch bis zu 12 Monate und länger. Dann kommt es aber zu einer Intervalltherapie. Orale Therapien sind deutlich wirksamer als die Anwendung lokaler Cremes oder Lacke. Allerdings auch mit Risiken und Nebenwirkungen behaftet, weshalb die entsprechenden Mittel der Verschreibungspflicht unterliegen. Die Rezidivquote bei einer systematischen Therapie ist hoch. Die Naturheilkunde. Dabei wird der befallene Teil des Nagels abgeschliffen und der Bereich über viele Wochen morgens und abends mit 5 oder 25%igem Essig oder wieder Lavendelöl oder mit Hausmittel mit mentholhaltigen Salben behandelt. Die Wirksamkeit von mentholhaltigen Salben ist noch nicht nachgewiesen. Die Vorbeugung von Nagelpilz ist dieselbe wie beim Fußpilz. Um Wiederkehren zu vermeiden, einfach einmal mehr desinfizieren. Ich bedanke mich für eure Aufmerksamkeit, hoffe doch, euch hat das Video gefallen. Wenn ja, dann lasst mir doch bitte einen Daumen nach oben da. Und wenn ihr noch mehr von mir sehen wollt, dann abonniert mich doch ganz schnell. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Sonntag, eine wunderschöne nächste Woche. Tschüssi!